So, und jetzt freut es mich, dass wir den Bürgermeister von St. Pölten hier begrüßen dürfen bei uns, den Herrn Stadler. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Schön, dass Sie da sind. Ja, freut mich, dass die Politik auch hier ist heute. Ich darf Ihnen das Mikro geben. Was haben Sie bis jetzt für einen Eindruck bekommen von der langen Nacht der Forschung hier in St. Pölten? Einen sehr guten. Ich habe gehört, der größte Standort von den Stationen in Niederösterreich war unten schon im Festsaal, im Eingangsbereich, jetzt sozusagen herauf gearbeitet und sind interessante Stationen zum Ausprobieren für Kinder, zum Mitspielen. Also sowohl für Kinder als Erwachsene wird hier einiges geboten und man sieht, dass das Spaß macht. War schon ganz zu Beginn da, da war noch weniger los. Jetzt haben sich die Stationen so gefüllt, dass man sich bereits anstellen muss. Und da sieht man, dass diese lange Nacht davor schon gut angenommen wird. Und ich bin stolz darauf, dass die Fachhochschule St. Pölten mit dabei ist. Ja, uns freut es auch, dass wir eben heute hier mitmachen dürfen. Und eben die Kinder und so, man sieht, sie haben durchaus Spaß bei dieser ganzen Sache. Unten tut sich schon einiges, haben Sie gesagt? Ja. Okay. Also sollten wir langsam mal zu unserem EB-Team in St. Pölten schalten? Ja, vielleicht. Nachher. Werden wir dann mal schauen, ob die schon bereit sind. Wie wichtig ist denn die lange Nacht der Forschung für den Standort St. Pölten? Also ich denke, dass der Standort St. Pölten gerade mit verschiedensten Projekten, ich denke jetzt nur an Lisi, das Haus sozusagen, das in allen Schlagzeilen war, dass man hier mit Partnern TU Wien und anderen auch als Fachhochschule aufgezeigt hat, hier den ersten Preis in den USA gewonnen hat, das unter die Leute zu bringen, zu zeigen, was dahinter steht, auch mit ganz kleinen Experimenten, ob das im Physiobereich ist, die hier interessante Anschauungen zeigen, zum Beispiel über aufrechter Gang kann mir persönlich nicht schaden. Ich würde mich einmal ganz sicher diesem Test unterziehen sollen, um in Zukunft bessere Haltungsnoten zu bekommen. Da gibt es, glaube ich, für jeden etwas. Oder dieser Scanner, finde ich, tolle Einrichtung, wo man feststellen kann, und ich glaube nicht nur für Diabetiker, sondern selbst auch, wie viel Kalorien hat das, was muss man tun und welcher Unterschied ist zwischen Pralinen oder selbst zwischen zwei Formen von Joghurt. Also da sind wirklich ganz tolle Dinge dabei, wo man davon profitiert und wo man sieht, dass Forscher nicht nur trockene Wissenschaftler sind, sondern dass das Ganze Sinn hat. Das hat eben, ist eigentlich das Ziel des heutigen Abends, dass man eben diese ganzen Dinge auch schön aufbereitet und dass man es ausprobieren kann. Ja, vielen Dank eben für Ihren kurzen Besuch bei uns im Studio und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier bei uns in der FH. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Schönen Abend noch.